einem Derby. Mannheim in Schwarz-Blau mit Cissé. Und Fatmir Wata, nur 68 Sekunden, schon die erste Chance für den Aufstiegsdreier. Das ging gut los und es ging noch besser weiter. Eine klasse Partie wurde es. Wieder ein Freistoß für Waldhof Mannheim. Erwin Skela, der Albaner. Balic, Wata und das 1:0 in der 10. Minute. Fatmir Wata. Na, wo ist es denn das Logo? Hier, ja, genau für die spiele ich, wenn auch wohl nicht mehr lange. Soll in Bielefeld schon zugesagt haben. Die Vorarbeit von Hanno Balic. Respekt, schon der 5. Assist. Und aus Saarbrücker Sicht, Chin-Chin, das 50. Gegentor der Saison für Peter Eich, der nicht gut aussah dabei und deshalb wird er auch kaum drauf anstoßen. Die Mannheimer Bank, Probejubeln für die Bundesliga. Rechts über Rapolder mit dem Zigarillo, lässiger Übungsleiter, nur nicht übertreiben. Aber jetzt genau hinschauen, das Rapolder-Fäustchen. Ja. Der 1. FC Saarbrücken versteckte sich keinesfalls. Krieg und Hutweltkarriere ja gesperrt, dafür Hofmann und Bartolowitsch im Spiel. Und Sambo Cioci auf Muschinka. Anatoli Muschinka, die Arbeitsbiene im Mittelfeld, kein Goalgetter. Mannheim, wenn sie 1:0 in Führung gehen, haben sie noch nie verloren. Das beflügelt Cissé, Wata, der Doppelpass. Cissé auf Skela, Eich. Erwin Skela, den muss er doch eigentlich machen. Gute Vorarbeit von Cissé, viel Übersicht. Und Eich auch mit etwas Glück. Gleiche Szene, Schock für Waldhof. Wata, der Torschütze, angeschlagen, nachdem er den Doppelpass mit Cissé gespielt hatte. Von Winkelhofer, übel gefault. Hier war es. Das gab Dunkelgelb. Es war ein erstklassiges Zweitligaspiel mit hohem Tempo auf beiden Seiten. Saarbrücken mit Muschinka und Cioci. Das kann er besser, den hat er nicht richtig getroffen, bedrängt von Santos. Tommy von Heesen, Saarbrückens Trainer, hat einen Vorteil gegenüber Uwe Rapolder. Von Heesen kann schon sicher für die zweite Liga planen. Ob er das nicht doch lieber gegen den Aufstiegskitzel tauschen würde? Manni Bender beim Freistoß. Außennetz. Standards mit Manni, immer gefährlich. Und apropos Gefahr, wir springen auf die andere Seite. Saarbrückens Keeper Peter Eich gibt Anweisungen. Mannheim, eine ihrer größten Stärken, sind die Standards. Schon 18 Tore fielen nach Ecken, Elfern und Freistößen. Katic, Eich dazwischen, Skela und da fallen sie zu dritt hin. Was gibt es? Das 2:0 gibt es. Schiedsrichter Stefan Weber aus Eisenach gibt den Treffer trotz heftigster Proteste. Wir schauen nach. Eich kommt raus, kein Foul. Und dann wird er behindert vom eigenen Mann, von Eschendu. Beide fallen über den schon am Boden liegenden Klaus. Kein Foul von Klaus. Richtige Entscheidung. 2:0. Skela, das Schlittor. Wieder ein Freistoß. Wieder Eschendu und Eich nicht im Bilde, wie beim 0:1. Die Saarländer nun 0:2 hinten. Es geht für sie um die berühmte goldene Ananas. Schenken die jetzt ab? Von wegen! 38. Minute, nur 4 Minuten nach dem 0:2. 1:2 Anschlusstreffer, Plasnegger. Die Flanke von Hofmann. Schlechtes Stellungsspiel der gesamten Innenverteidigung. Katic lässt Plasnegger laufen. Der Anschluss. Und dieser Gegentreffer besonders ärgerlich, denn er fiel in Unterzahl. Balic wurde nämlich minutenlang behandelt und dann vom Platz getragen. Uwe Rapolder poltert hier gegen seinen eigenen Keeper. Hollerith hatte nach dem Tor gemotzt. Warum wurde der nicht ausgewechselt? Aber was war mit Balic passiert? Unten rechts, jetzt schauen Sie. Bender gegen Balic. Ein Check in den Mann hinein. Für mich ein schweres Foul. Und für Balic kam Selim Teber.
Die Verletzung vor dem Tor, die Einwechslung danach. Und es ging mit Aufregung weiter. Winkelhofer gegen Wata und mit dem Stoß vor die Brust von Rapolder. Und der kann sich nicht zurückhalten. Zum wiederholten Mal lässt er sich hinreißen zu solchen Auseinandersetzungen. In Fürth musste er auf die Tribüne. Zu Hause gegen Aalen auch. Da wäre mehr Zurückhaltung angesagt. Endlich wieder Fußball. Mannheim. Pasieka. Cissé. 44. Minute. Der baumlange Senegalese im Pech. Sein Kopfball touchiert noch den Pfosten. 2:1 für Mannheim zur Pause. Durchschnaufen, abkühlen. Das tut allen Beteiligten gut. Und wir begrüßen Wolfgang Rolf, Leverkusens Co-Trainer im Kreise der Interessierten an Hanno Balic und anderen. Frage nur, wen ruft er da eigentlich an? Berti, Litti oder Kalli? Zweiter Durchgang, Mannschaften unverändert und ausnahmsweise mal ein Freistoß. Skela. Pasieka und Teba, der Joker. Schon 3 Tore hat er als Einwechselspieler erzielt. Auch er ja U20-Nationalspieler für Deutschland. Auch Saarbrücken wechselte. Tieku, hier haben wir ihn für den gelb-rot gefährdeten Winkelhofer. Unheimlich zerfahren die Partie. Mit der Chance für Muschinka. Einmal, zweimal und Chuchi. Montero geht auf Nummer sicher. Hektisch die Partie, viele Fouls, der Spielfluss völlig hinüber. Und jetzt wieder Bukadida gegen Eshendu. Und Aufstieg hin, Derby her, das geht mir viel zu weit. Es gab zwar Freistoß, aber nicht mal gelb. Das war eine klare Unsportlichkeit. Mannheim, endlich mal eine herausgespielte Szene. Katic. Der Klassepass kam von Montero. 68. Minute. Peter Eich mit seiner besten Szene. Saarbrücken, sie gaben einfach nicht auf. Sie setzten immer wieder nach. Tieku, Chuchi und der Ausgleich. 2:2, 74. Minute. Sein 13. Treffer und Sambo Semi Chuchi. Er entwischt genau auf der Schnittstelle in der Innenverteidigung. Pasieka und Santos und macht das klasse. Rapoldas Reaktion. Stürmer für Innenverteidiger Marco Dittgenkamp für Darius Pasieka. Dessen Job ist jetzt für heute Abend allerdings noch nicht beendet. Er ist ja auch Co-Trainer von Rapolda. Mannheims Schlussoffensive. Ein Punkt ist doch viel zu wenig. Santos, Cissé, drüber, wieder einmal die Kopfballchance für Cissé. Eich irrt im Strafraum herum, aber der Senegalese kann den Ball nicht drücken. Waldhof mit allem Risiko nach vorn. Da fordern sie Elfmeter, Klaus hat die Chance. Vorteil gegeben nach dem Foul an Skela, wenn es denn einen war. Der kriegt die gelbe Karte fürs Reklamieren. Es war nun mal Vorteil und Klaus hat diese Chance nicht genutzt. Die letzte Minute. Santos den Freistoß nochmal hoch reinbringen. Aber was macht er da? Zu flach? Plasnecker dazwischen. Bender gegen die aufgerückten Mannheimer. Plasnecker. Auf Chuchi und da ist es passiert, sogar das 2:3. Saarbrücken führt in Mannheim und Saarbrücken gewinnt in Mannheim. Die letzte Aktion des Spiels, klasse Übersicht von Plasnecker. Chuchi mit seinem 14. Saisontor. Bender der 13. Assist vorher. Und Uwe Rapolder, für ihn war es ein Rückschlag mit dem Vorschlaghammer. Kompliment aber an Saarbrücken. Sie stehen zwar im Niemandsland der Tabelle, aber das Derby im Südwesten war ihnen Motivation genug, sich voll reinzuhängen und dem Nachbarn die Aufstiegssuppe zu versalzen.